Arbeiten gezeichnet und die haben wir fotografiert. Und dann haben wir dies an die Tafel kopiert und dann korrigiert. Hier, da waren die Türen vorher falsch und jetzt ist das Bild richtig. Jetzt kann man ja auch noch Regeln aufschreiben. Da aber hier auf dieser Seite kein Platz mehr ist und man ja nicht unbedingt wieder eine neue Seite haben möchte, gibt es auch diesen Tool, und zwar ist das Seite erweitern. Da drückt man drauf und dann geht die Seite runter. Wenn man wieder hochgehen, kann man wie beim normalen PC einfach da eine Leiste hochscrollen. Kennt irgendjemand deine Regel? Okay. Alle waagerechten verlaufen parallel zueinander, vielleicht? Sowas? Die Schrift ist jetzt ja ganz schön groß. Jetzt ist das ja voll. Geht das nicht noch eine Möglichkeit, wie man das jetzt ein bisschen übersichtlicher machen kann? Dann klicken wir auf diesen Button. Die Maus. Ja. Er rammt das ein. Und dann kann man das wieder ganz normal kleiner machen. Mhm. Entweder auf den kleinen Stern oder wieder an den Punkten. Ja, dann absolut jetzt alles. Zieht es kleiner. Dann kann man natürlich auch, damit die Schüler sich das Arbeitsblatt in die Mappe einheften können, kann man das als PDF denen schicken. Drückt man auf Datei, drücken, exportieren als PDF. Wenn man seine Seiten eingerahmt haben möchte, also muss man nicht, drückt man hier auf Seiten einrahmen. Wenn man das nicht möchte, lässt man das einfach offen. Dann geht man auf Exportieren als PDF, schreibt jetzt einen Namen dahin. Kann man zum Beispiel auf dem Desktop speichern. So, dann kann man das als Lehrer auch speichern. Man kann auch einfach schließen. Dann fragt er, möchten Sie das speichern? Dann geht man auf Ja. Dann schreibt man da jetzt wieder. Und dann hat man das eben als so ein, also nicht als PDF gespeichert, sondern als Flipchart gespeichert. So. Dann kann man hier sehen, hier ist die PDF-Datei. Die drucken sich die Schüler dann einfach aus. So. Und das dann das Flipchart. Und das Flipchart kann man auch wieder öffnen. Und zwar kann man jetzt auch wieder Kunst oder so schreiben. Und dann speichert man das wieder ab. Muss man jetzt nicht. Ne? So, okay. Dann haben wir jetzt noch Mathematik vorbereitet. Okay. Ja, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. So. Das muss eben rausgesehen. Was soll man das dann haben? Nein, nein, warte, es war noch nicht. Okay, also bei uns, die Mädchen haben ja gerade schon so die wichtigsten Funktionen vorgestellt. Und bei Mathe ist es halt bei uns ganz schön, dass wir so ein bisschen kontrollieren können mit den Abstimmungsgeräten. Also wir haben so Abstimmungsgeräte, damit können wir Abstimmungen starten. Die sehen so aus. Ja, wir können jetzt alle mal eins verteilen. Möchte jeder eins haben?
Ja. 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 Jeder möchte also. Ich glaube, es haben alle, oder? Okay, jetzt, um das anzumachen, drücken wir hier auf die Taste, lange, etwas länger. Ja, ich möchte das drauf haben. Dann erscheint bei hoffentlich allen so ein Ding, was dann da so aufgeht. So ein Männchen. Okay, jetzt können wir zum Beispiel hier. Genau, jetzt, da die ja vorher schon benutzt wurden, die müssen immer irgendwelchen Leuten zugeordnet werden. Jetzt haben wir hier eine Datenbank. Wo ist der Stift? Hier. Eine Datenbank, wo wir jetzt auswählen könnten, also wo dann die Geräte den Schülern zugewiesen werden. Jetzt nehmen wir mal an, wir sind die 7a. Dann Geräte nach PIN zuweisen. Dann erscheint die gleichen PIN, den sie dann übrigens auf Geräte zuweisen. Jetzt müssen wir uns allen hier auf dem Bildschirm in so einem Feld erschienen sein. Genau, suchen wir uns alle irgendwen aus, wer wir sind. Und dann einfach den PIN eingeben. Also man muss halt nicht die Grünen schon markiert sind, die sind halt schon vergeben. Nein, wer hat sich jetzt als mich registriert? Böse. Nein, ich habe mich selber registriert. 5, 4, 6. Was muss ich machen, wenn ich die Zahl eingegeben habe? Also wenn die Zahl eingegeben wurde, müssen Sie da hier das senden. Ich kann jetzt hier nicht wegmachen, weil sonst geht die Registration weg. Hier ist der Bildschirm, dann sind hier die Tasten. Da senden. Einfach hier unten auf die Taste drücken. Hat das hier senden. So, hat jeder jetzt einen. Ja? Okay, dann drücken wir auf Fertigstellen. Das dauert jetzt kurz. Jetzt müsste gleich der Name, den Sie ausgewählt haben, oben. Herr Schwein. Das bin schon mal. Fertig. Ja. Jetzt müsste schon jeder. Genau, jetzt klicken wir auf Abbrechen, weil wir fertig sind. Und zumachen. Genau. Jetzt könnten wir hier zum Beispiel. Komische Leistung. Jetzt können wir hier zum Beispiel. Gib an, ob folgende Aussage richtig ist. Sie drücken. Hier erscheint nachher A das und hier B. Wenn Sie A auswählen wollen, drücken Sie die Taste. Und B, die. Gib an, ob folgende Aussage richtig ist. A ist ja und B ist nein. Mathe macht Spaß. Jetzt starte ich eine Umfrage. Irgendwie so ein Tool. Eine Multiple Choice. A bis B. Und eine Antwort ist richtig. Das ist dieser grüne Punkt. Und los geht's. Jetzt erscheint bei uns überall so ein auf dem Bildschirm. Okay. Wer ist Abby? Okay, jetzt haben alle abgestimmt. Wer ist Abby? Ja, jetzt haben wir hier so eine Auswertung. B, nein. Jetzt können wir uns auch angucken, wer wie abgestimmt hat. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Wenn wir es festhalten wollen, können wir jetzt einfach das ins Flipchart einfügen. Machen wir das zu. Ich muss auch gleich schon ein bisschen, weil jetzt, wenn ich jetzt ein Lehrer bin, ich stimme ab über Matheaufgaben, will wissen, wer es richtig und nicht, wer es richtig hat, könnte ich zumindest zeigen, wer es richtig. Können Sie es kurz zeigen, dass Sie, wer hat es richtig? Wir können jetzt auch hier zu der Abstimmung wieder gehen. Die falschen zeigen, aber. Hier sind jetzt die Abstimmungen, die Sie in dieser Datei schon mal gemacht haben. Können Sie hier einfach auswählen. Jetzt. Oh nein, das war das Falsche. Ich glaube, wir müssen erst nach unten. Ja. Ja, komm. Ja, das war's. Jetzt können wir hier oben auswählen, welche Darstellung wir von der Auswertung haben wollen. Gehen wir einfach Liste, wer gab welche Antwort. Jetzt können wir gucken, hier wie Wiebeck Pfahl, B, das Group A. Toll. Und wie lange man halt gebraucht hat. Genau, das können wir jetzt hier festhalten. Ich werde halt immer noch mal angucken, für irgendwelche weiteren Zwecke. Das können wir jetzt noch mit mathematischen Sachen machen. Wie viel Geld liegt dort insgesamt? Zähle zusammen. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage.
Frage. Ja, klar. Zu der vorigen Aufgabe. Jetzt haben wir ja alle nur unsere Ergebnisse ausgegeben. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, ob das richtig und falsch ist. Wenn ich jetzt als Schüler eine Antwort gegeben habe, weiß ich ja nicht, ob die Antwort, die ich gegeben habe, richtig ist. Bloß weil vielleicht alle die gesagt haben. Also jetzt ist es im Moment, das ist ja eine Aufgabe, wo es kein richtig oder falsch gibt. Okay. Nur, und jetzt bei den Aufgaben, wie viel Geld liegt dort insgesamt? Haben wir jetzt dieses Geld? Man könnte jetzt an die Tafel einfach schreiben, welche Antwort richtig ist. Können wir gleich einkreisen. Also haben wir hier wieder A, 10, 52, B und so weiter. Jetzt könnte ich wieder eine Umfrage starten. Das können wir auch nochmal machen. Jetzt ist wieder A bis D. Eine Antwort ist richtig. Jetzt haben wir wieder A bis D, ist dasselbe Prinzip. Wo ist A bis D jetzt hier? Ist auf dem Gerät drauf. Genau. Und immer an der Seite des Knopfes drücken. Ich bin jetzt mal der Meinung, dass das 10,52 Euro ist. Habe ich A. Alle abgestimmt? Der ist Antonia Tilfs. Ist ja egal, können wir einfach hier stoppen. Darf ich mal fragen, wo du da entschieden hast, dass es eine Viererfrage ist? Musstest du da vorher schon auf den Button drücken, welche Antwort richtig ist, oder war das vorher schon drin? Also, wann hast du entschieden, oder wer hat jetzt entschieden, dass irgendwas, was vorher drin ist? Also, ich hab jetzt hier dieses Express-Poll, heißt das, aufgerufen. Damit habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ja. Jetzt meine ich hier eine Multiple-Choice-Aufgabe. Ja. Dann haben wir hier von A bis D, von A bis E, von A bis B. Wo hast du von A bis D? Wo hast du jetzt hier A bis gesagt, D. was richtig ist? Gar nicht. Das sagt man nicht, das muss man selber halt wissen. Also, was richtig ist, wird ja erst danach entschieden. Man soll ja, das ist ja eigentlich dazu gedacht, um zu überprüfen, oder was der Schüler schon kann und was man vielleicht noch mehr vermitteln muss. Also jetzt könnte ich hier auf jeden Fall A bis D, eine Abstimmung von A bis D und eine Antwort ist richtig, das sieht man an diesem einen grünen Punkt. Wenn ich jetzt hier zwei machen würde, dann kann man zwei Antworten eingeben und genau. Hatten wir das jetzt gerade schon gemacht? Ja. Oh. Mhm. Wenn wir wieder zu den Also, einige haben für A gestimmt, einige für B, für C. Jetzt können wir wieder angucken, wer gab welche Antworten. Jetzt können wir das wieder festhalten. Ja. Kann man das noch festhalten? Na und dann gibt es noch eine ganz lustige Funktion von dem. Jetzt haben wir Additionskünstler gesucht. Jetzt habe ich hier schon Fragen vorbereitet mit Additionsaufgaben. Und Sie müssen jetzt gleich immer die Antwort eingeben. Und das sind 2 Minuten, habe ich eingestellt. 2 Minuten lang, 50 Fragen. Also wer wie viele schafft. Und dann gehe ich nochmal auf die Seite mit dem Bild. Hier, und zwar wird dann hier wird die Aufgabe erscheinen. Und dann hier Antwort. Wenn Sie die Antwort eingeben wollen, müssen Sie vorher erst hier auf Antwort drücken. Weil sonst nimmt er die erste Zahl nicht. Dann geht er erst auf das Antwortfenster und danach können Sie erst wird die erste Zahl einfach nicht genommen. Wenn Sie fertig sind, einfach wieder hier auf Senden. Also hier ist dann Antwort, Wort und das ist Senden. Wenn Sie nochmal zurück auf die Frage wollen, einfach hier, da steht dann nicht, wenn Sie in der Antwortfenster sind, da steht da Fragen. Okay. Das können wir jetzt einmal machen. Jetzt muss ich das hier wegmachen. Und 2 Minuten, los geht's. Das überall? Ja. Sehr gut. Das ist Delete. Hier oben die Tasten. Da Delete. Thank you.
Nee. Lange noch. Oh, keine weitere Frage. Oh, jetzt zu Ende. Okay, jetzt können wir, also ja, hier, während die Abfrage läuft, sieht man diese grüne, dieses grüne Ding. Da laufen halt immer die Fragen, wie lange man dafür braucht. Die 1, das sind jetzt hier ungefähr 2 Sekunden, hat man für die 1 gebraucht, bei Abby. Dann, wenn da ein rotes Kreuz ist, war die Aufgabe falsch. Jetzt könnten wir gucken, Zusammenfassung, jetzt können wir gucken, wer wie viele Antworten und wie viel er durchschnittlich gebraucht hat und wie viele richtig und wie viele falsch. Alles richtig. Siebten. Welche Art von Aufgaben sind es Plusaufgaben? Welche Art von Aufgaben kann man da ein? Also man kann... Das ist möglich. Also wir haben... Geh zu, ich will dich nicht. Geh weg. Das möchte ich nicht. Ich erzähle mal, was an dieser Stelle möglich ist. Also mit den Abstimmgeräten können sowohl Zahleneingaben erfolgen, die Schüler können Text eingeben. Das heißt, auch im sprachlichen Unterricht können Vokabeln sehr leicht abgefragt werden, indem man auch schon vorbereitet, welche Antworten richtig sind. Es können natürlich Multiple-Choice-Antworten abgegeben werden. Man kann auch Tendenzen abfragen, das heißt, schätze ein von 1 bis 5, wie würdest du deinen Lernfortschritt jetzt einschätzen? Es können Texte eingegeben werden, also man kann den Schülern auch eine etwas offenere Frage stellen. Was fandest du? Also hier ist es quasi der Fragenbrowser von dieser aktuellen Seite. Und da kann man jetzt eingeben, wenn ich jetzt eine neue Frage will. Oh Gott. Also das heißt, ihr könnt auch Schwerte fragen, was man immer die Oberschule. Ja, genau. Wir können auch Bilder eingeben, Graphen. Das ist hier eine etwas ältere Version von den Abstimmgeräten. Da gibt es jetzt mittlerweile schon etwas neuere Funktionen oder ein neues Gerät. Die Entwicklung ist momentan noch so, dass das wie so ein Handy nachgeahmt ist und das ein Bildschirm ist, der nur sehr pixelig den Text anzeigen kann. Bilder können momentan noch nicht angezeigt werden. Da muss man sich im Vorfeld überlegen, richte ich so einen Fragenkatalog ein, sodass ich diese Antworten oder Fragen permanent an das Gerät schicke und immer neue Aufgaben kommen. Wenn man das Verfahren macht, was Niklas am Anfang vorgestellt hat, dass man auf der Seite etwas zeigt, zum Beispiel ein Bild, kann man dazu dann auch eine vorbereitete Frage abschicken und dann nur eine einzelne Antwort abfragen. Und so könnte man also auch ein Bild auf der Tafel projizieren und dazu dann fragen, was fällt euch zu diesem Bild ein, gerade als Unterrichtseinstieg. Und dann können die Schüler ein paar Sätze eintippen in das Gerät und damit könnte dann weitergearbeitet werden und der Lehrer kann sich angucken, okay, was ist da an Antworten eingegangen. Also zurückkommen für Unterricht super. Habt ihr es auch schon als Note verwendet? Wurde es da auch schon verwendet zum Noten machen? Also bei uns wurde es bis jetzt nur als für diese Aufgabe verwendet. Wir haben zum Beispiel so ein, wie heißt das, was wir bei den Kindern immer machen, donnerstags? Akrobatik. Ja, genau. Kopfakrobatik. Da haben wir immer Aufgaben, die wir innerhalb von 10 Minuten lösen sollen oder von 5 Minuten. Und dann wie viele, also sind von Prozentaufgaben bis Geometrie. Einfach irgendwelche Aufgaben zu diesen verschiedenen Themenbereichen und dazu kann man das auch benutzen, also dass man dann einfach die Multiple Choice hat und dann die immer nach Multiple Choice draufgesendet werden. Also dass man die Fragen quasi an der Tafel hat. Mach ich meine neue Seite. Ja genau, das ist auch so eine Funktion. Für jede Umfrage, die man macht, wird irgendwie ein Screenshot gemacht, das ist aber eigentlich relativ sinnlos. Das macht das Programm automatisch. Also jetzt könnten wir zum Beispiel, jetzt werden immer die Fragen gesendet und dann könnte man Multiple Choice antworten und die Fragen einfach drauf senden von A bis D oder so. Das
Also es wurde im Unterricht schon eingesetzt, um meinetwegen auch die Tendenzen der Schüler abzufragen. Wie schätzt ihr euch selber ein? Was würdet ihr euch als Note geben für die letzten 2 Monate Unterricht? Und ich war erstaunt, wie gut sich die Schüler selbst einschätzen können. Wenn man das so während der Notenbesprechung macht oder auch wenn es die ganze Klasse mitbekommt, dann ist natürlich immer die Angst der Schüler da, oh mein Gott, nicht, dass ich mich total falsch einschätze oder die anderen dann mich runterziehen und sagen, nee, das stimmt so überhaupt nicht. Aber als ich es wirklich im Unterricht eingesetzt habe, haben die Schüler sich auch sehr gut einschätzen können und haben auch selber mitteilen können, wie sie sich ungefähr im Unterricht sehen und konnten auch sehr gut reflektieren, was vielleicht auch verbessert werden könnte. Gut, sind dazu jetzt noch irgendwelche Fragen? Zu diesen Geräten oder zu der Tafel allgemein? Ja, wenn ihr es normal Mathematikunterricht macht, dann macht ihr einfach eure Rechnungen einfach an das Whiteboard. Ja, genau. Und auch Hausaufgaben, wie die Mädels das vorhin schon gemacht haben. Hausaufgaben einfach fotografieren und dann an der Tafel korrigieren. Habt ihr den Foto nachher im Klassenzimmer? Ja. Also wir haben so einen Satz von diesen Kameras, die wir auch als Fotokamera wie auch als Videokamera einsetzen. Und die können eben alle Lehrer sich nach Absprache ausleihen und dann kann man das entsprechend einsetzen. Also wie gesagt, das Abfotografieren von Schülerarbeiten und das Behandeln an der Tafel, das Verändern, Regeln formulieren oder korrigieren und das dann als Arbeitsblatt abspeichern und an die Schüler schicken, das finde ich hier schon ganz nett, weil es wie gesagt die Schülerarbeiten aufnimmt. Und das nochmal ein ganz anderes Feedback und auch eine Wertschätzung der Arbeit ist, dass man nicht alles nur der Lehrer vorformuliert und die Schüler das abschreiben, sondern es ist halt ein Arbeiten miteinander, ein Verändern und ein Zurücksenden. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr jeden Tag, wirklich der Alltag, wenn ihr mit einer Hausaufgabe in die Schule kommt, wird ein Heft, eine Seite eingescannt, also fotografiert oder auch gezeigt. So werden eure Hausaufgaben jeden Tag besprochen. Ja. Jetzt dann kann man sich halt wie normal muss nicht alles angeschrieben werden. Und, ja. Also das macht ihr jeden Tag so? Ja, eigentlich schon. Ja. Aber es gibt ja auch die technische Lösung, dass man so eine Art, wie nennt sich das? So eine Scanner. Dokumentenkamera legt. Ja. Aber das geht genauso schnell. Das ist für euch die Praxis. Ja. Also selbst wenn keine Digitalkameras vorrätig sind, die Lehrer sind ja heutzutage eventuell auch mit Handy ausgestattet. Und wir haben auch einige Kollegen, die dann kurz mit dem Handy das Ganze fotografieren, die Speicherkarte in den PC stecken und dann kann es sofort auch weiter verwendet werden. Also das ist heutzutage schon Praxis und man kann es wirklich sehr einfach im Unterricht auch einsetzen. Okay, ich glaube, dann gebe ich wieder ab. Wie ist das? Könntet ihr euch vorstellen, dass, also in Amerika kenne ich das, dass die an den Unis, die kaufen die Dinger. Also da muss jeder Student, muss sozusagen so ein Abstimmgerät, kostet irgendwie $40 und dann muss jeder so eins kaufen und dann hat jeder sein persönliches Gerät, weil ich meine, diese Zeit, die man damit jetzt verbringt, mit diesen Codes abtippen und so, das ist ja vielleicht schon irgendwie nervig, oder? Also, weiß nicht, wie ist da eure Einschätzung oder stört das nicht? Also es nimmt nicht sehr viel Zeit in Anspruch. Es sind vielleicht 1 bis 2 Minuten. Die Schüler sind da natürlich auch schon routiniert drin, können das selbstständig machen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man den Geräten einfach per Aufkleber ID-Nummern zuweist und dass die Schüler dann an der Tafel angezeigt bekommen, Niklas bekommt das Gerät mit der Nummer 7 und dann holt er sich das Gerät Nummer 7 und auch das Programm weiß dann auch, okay, das ist das Gerät, was Niklas zum Abstimmen verwendet, sodass der Lehrer auch im Nachhinein nachvollziehen kann, wer was abgestimmt hat. Oder man nutzt es zu einer anonymen Abstimmung, da muss man gar keine Zuweisung der Namen machen. Ja, das geht also alles. Okay, sonst keine Fragen? Dann gebe ich an den Helm weiter. Ach ja, die können wir jetzt wieder einsammeln oder liegen lassen. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, dass wir ein bisschen was zeigen würden, einfach wie man die Tafel nutzen kann, vielleicht noch einmal ganz kurz ein paar grundsätzliche Sachen. Eine Sache, die ja auch immer als Argument angeführt wird, ist, ja, an der Tafel kann man ja mit mehr Leuten schreiben lassen. Und bei diesen Active Boards ist es ja so, ist ja jetzt immer nur einer vorne. Was aber zum Beispiel auch gemacht wird in Englisch, könnt ihr mal kurz demonstrieren. In Englisch kann man zum Beispiel Vokabeln abfragen, eigentlich tagtäglich. Und da geht man auf dieses Hauptmenü, dann kann man Tools und dann hat man hier Doppelbenutzer. Dann erscheint so ein bisschen minimiert diese Leiste da drüben und man kann mit 2 Stiften an der Tafel schreiben. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, um so einem Argument zu begegnen, weil ja gesagt wurde,
schön und gut, aber wie können mehrere Leute an der Tafel schreiben? Das ist ja auch, wie es im Englischunterricht benutzt wird, zum Beispiel jetzt, gut, ich mache kein Englisch, aber Hose, nenne ich jetzt schon dabei. Das klappt ja gut. Ananas. Hey. Ja. Niklas, oder? Blume. Ich habe gesprochen. Nee. Ja, so könnte man das zum Beispiel weiterführen. Wie gesagt, das kann man jetzt auch nochmal minimieren, wenn man jetzt mehrere Ergebnisse haben möchte, oder... Man könnte auch von Grafen, Gabensprechen einführen. Wie ist das eigentlich bei diesen Whiteboards? Also ich habe so ein Ding noch nie wirklich großartig gesehen, so im Einsatz. Das Schriftbild sieht doch immer irgendwie grausam aus. Also ich kann mich an meine Handschrift erinnern, die war immer furchtbar und ich habe mich immer geärgert, an die Tafel zu müssen. Aber das sieht ja irgendwie alles noch viel schlimmer aus. Zeigt es. Also wenn jetzt zum Beispiel wieder was mit mir geht, dann wieder auf Tools. Dann gibt es hier Handschrifterkennung, dann schreibt man hier, ich bin dabei, Tree. Wenn man es nicht lesen kann, dann. Ja, dann erkennt er das an und dann ist es sofort übersetzt. Man muss jeden Wort machen, man kann es nicht mit ganzen Satz machen. Probiert aus. Einmal probieren. Die Tabelle da oben mit den 6 Worten oder 8 Worten, die können dann nicht gleichzeitig. Wahrscheinlich nicht. Was geht? Geht auch. Genau. Und wenn das Wort dann trotzdem falsch korrigiert worden ist, geht man eben auf einfach auf den Pfeil und dann steht hier und verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr das auch gleich über die Tastatur tippen, was ihr schreibt? Ja, indem man auf dieses also die Textfunktion, dann gehe ich jetzt einfach hier, dies ist ein Textfeld. Dann könnte ich das zum Beispiel größer machen, die Schrift vergrößern. Also, oh ja. So. Und verschieben. Zum Beispiel als Überschrift. Je nachdem, wie man das benutzen möchte. Also das kann man mal machen. Ich finde, das ist durchaus eine Möglichkeit, ein anspruchsvolleres oder ein Text, ein anspruchsvolleres Arbeitsblatt zum Beispiel zu erstellen, dass man wirklich so ein schönes Schriftbild hat. Generell finde ich aber, sollten die Schüler ja durchaus noch bei der Schrift bleiben, bei der Handschrift und eben dann mal gucken, dass man das nicht völlig verlernt. Ja, also auch wenn die Eingabe über Text, Tastatur oder Spracherkennung oder wie hier mit der automatischen Handschrifterkennung, wenn das alles Möglichkeiten sind, finde ich, sollte man das nicht ganz außer Acht lassen, dass das ja auch immer noch eine Qualifikation ist, also eine lesbare Handschrift zu entwickeln, auch an der Tafel. Sonst noch irgendwelche Fragen zur Tafel? Okay, dann übergeben wir an den Herrn, der ein bisschen über die Firma gut. Das werde ich jetzt halt nicht mehr so anhand der Tafel machen, weil das war ja jetzt der erste Teil, wo wir so ein bisschen darstellen wollten, wie man die Tafel eben im Unterricht einsetzen kann, wo eben besonders dieser Aspekt Schülerarbeiten zu bearbeiten und Arbeitsblätter zu erstellen, finde ich hinsichtlich der Interaktivität überzeugt. Ach nee, kann man jetzt nicht wegschieben. Also, ich leite halt an dem Gymnasium in Achim eine Film-AG. Da sind 10 Mitglieder dabei, meistenteils aus der 7. Klasse. Wir haben auch welche aus der 5. und eben der Oberstufe. Und da könnte man sagen, ja, Film-AG, was ist denn da eigentlich so, was wird da gemacht? Klar, die Schüler sollen natürlich Filme drehen. Das ist ganz klar. Und es soll natürlich auch Spaß machen. Der große Vorteil dabei ist, die kommen natürlich schon motiviert an, weil die kennen Film und die haben natürlich auch Lust, vor der Kamera sich zu produzieren und das dann irgendwie zu sehen. Das ist sozusagen Selbstläufer. Aber das soll jetzt ja nicht einfach so sein, was sie in ihrer Freizeit ohnehin schon tun, nämlich irgendwelche Handyfilme erstellen, sondern sie sollen lernen, filmische Gestaltungsmittel gezielt einzusetzen. Also einfach die Frage, warum empfinde ich denn eine Filmszene als spannend? Warum habe ich mit der einen Figur Mitleid und die andere Figur ist mir so unendlich unsympathisch? Und das ist halt ein Aspekt, den wir versuchen zu erarbeiten,
Und da wollte ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Und zwar, ach nee, wollte ich noch vorab stellen. Wenn man das den Schülern so als Aufgabe gibt, zeig doch mal irgendwie eine coole Person, dann denken die Schüler zunächst einmal erst immer vor der Kamera. Was ja richtig ist, eine Person wirkt im Film cool, denn sie hat die Haare zurückgegelt, sie trägt eine Sonnenbrille, hat irgendwie schwarze Sachen an und geht irgendwie ganz lässig. Das ist richtig, das ist ein Aspekt, was sie aber nicht bedenken, und das ist das, was wir in der Film-AG machen, dass man auch hinter der Kamera oder mit der Kamera etwas machen muss, um eben diesen Effekt zu erzeugen. Also ein Effekt, der eben sehr einfach ist und der nur eben jetzt mal zur Veranschaulichung gezeigt werden soll, wie ein Gestaltungsmittel eine Filmszene unmittelbar verändern kann. Ja, ich denke, es ist klar, was hier passiert ist. Ob die jetzt eine Heldin ist oder eine coole, was weiß ich, Straßenbraut oder eine in Gedanken versunkene Frau, wird hier eindeutig über die Musik produziert. Das ist auch eine Sache, die viele Schüler schon wissen, dass natürlich irgendwie die Musik ganz stark Einfluss auf die Bilder nimmt, also dass die Musik sozusagen ganz stark prägt, was wir überhaupt denken. Das kann man jetzt einfach in Schülerarbeit fortführen, indem man zum Beispiel einfache Übungen macht, wo es noch gar nicht darum geht, irgendwie einen großen Film zu drehen, aber wo man einfach ein paar Sachen ausprobiert. Vielleicht erinnern sich die etwas unjüngeren von Ihnen noch an diese Serie Benny Hill aus den 80er Jahren.